Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Die große Weizenernte, Feld 13 läuft noch weiter. Dank des Modus Pachten von Global Company. Ich hätte mir das Feld noch nicht kaufen können. Die Pacht war doch weitaus billiger. Ich hoffe, dass ich das Feld dann bei der Pacht bald wieder abgeben kann. Nicht, dass ich jetzt hier das ganze Geld über das Jahr dann trotzdem verschwende, ne? Von der Ernte her. Ne? Ja, dann wie machen wir hier weiter? Es ist ja nur noch ein Rest. Aber der Rest muss noch gemacht werden. Ne? So, wir haben noch Silage zu fahren. Leider. Das geht auch so im globalen Markt zurzeit. Das ist Folge Nummer 9 heute. Wie gesagt, das ist Samstag, Sonntag Folge. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Einen schönen Kaffee und Kuchen. Ich werde morgen heute. Heute Samstag nicht mal einkaufen fahren, habe ich keine Lust zu. Wegen Kuchen, ach, Maskenpflicht und so, ach nee. Da verzichte ich auf Kuchen. Und maybe mal einen Eisbecher machen, das geht auch. Das habe ich auch noch da am Morgen oder Sonntag, mal sehen. Ach Gott, das ist nicht so tragisch. Ich muss nicht jeden Tag Kuchen haben. Da werde ich nächste Woche mal gucken, was ich kriege. Backen tue ich keinen. Das ist der Aufwand mir zu groß. Das geht schon irgendwie. Ja, wir machen jetzt hier weiter und werden wir hier nach Möglichkeit heute die letzte Silage alles hier reinfahren. Ne? Also ist ja nicht mehr viel. Das meiste ist ja schon geschafft. Ich habe ja das Lager schon voll gemacht. Da muss ich mit Global Company her entweder hier reinfahren, was ja eigentlich Quatsch wäre. Die werden zum BGH fahren. Ne? Aber wie gesagt, die muss ja mal alle werden. Ne? Dazu muss ich mal ein Fahrzeug organisieren, einen kleinen Überladewagen oder noch einen normalen Hänger, damit das hier gut läuft. Oh, wie ein Pferd, ne? Wird und will nicht. Kommt Gegenverkehr, muss ich aufpassen, fahre ich hier durch. Ja, Mist habe ich auch noch da, Mensch. Aber gut, das ist jetzt nicht so, das war ja Timing. Wir fahren jetzt mal zu C. Wir fahren jetzt mal ganz schnell zum Silo und nehmen wir hier den letzten Mist auch noch mit. Silage. Das ist viel rot da unten. Das gefällt mir gar nicht. Wie gesagt, die Ernte muss laufen. Das jetzt heute. Das muss heute nicht alles fertig gemacht werden. Das ist unmöglich. Aber halt den Rest. Ernte mache ich dann irgendwie mal ganz kurz. Ich muss mal sehen, wie ich da Zeit und Lust habe. Das muss ja auch alles gemacht werden. Ne? Aber wie gesagt, das ist ja nicht so tragisch. Na, heute geht noch ein Teil weg. Der eine ist da, der fährt dahin. Da ist der eine unterwegs. Ist der wenigstens leer? Ja, der ist leer. Sonst hätte ich ihn gleich hier losgeschickt. Der fährt dahin, das ist okay. Da wäre mir lieber gewesen, der fährt da und der wird da gefahren. Ne? Also, so, der andere sind hier unterwegs irgendwo. Da fährt keiner. Ach, da ist mein Auto. Hier 29, neu gekauft, abgeerntet, 10, neu gekauft, abgeerntet, Betone gekauft, nicht gepachtet und wo sind die anderen alle? Da fahren zwei, eins, zwei. Das kann man gar nicht so gut erkennen, wenn man da schwattert einmal, einer. Und da ist hier der 1050er leer. Also abgefüllt, ne? Sonst ist er nicht leer. Gut. Unterwegs, das läuft ja. Dann wird das irgendwann auch klappen. Ich kriege leider hier das nicht so hin, dass es zum Beispiel. Ist ja auch fast erledigt, muss man so sagen. Also, sonst hätte ich gesagt, okay, Radlader ran, Strecke eingefahren bei der BGH, ne? Und dann hätte man ruhig fahren lassen können. Aber das ist nicht so, jetzt machen wir das so durch.
Silo in dem Sinne mache ich so nicht und das habe ich so nicht mehr vor. Da werde ich lieber Fabriken aufbauen, 2, 3. Da wird dann besser. Also rund 2, 3 brauche ich schon. Ich habe ja gesehen, die Fläche Gras auf Feld Nummer 38, da habe ich ja mächtig viel Gras runtergeholt von der Fläche. Hat sich bemerkbar gemacht. Das Silo war, der Fermenter war voll. Da musste ich Silage machen. Okay, bei Gras kannst du auch Ballen machen, ne? Jetzt habe ich das Meter mit Silage. Ja, das ist auch nicht so ideal, ne? So fährt er sich wieder fest. Der Dodo. Man darf nicht so weit hochfahren, ne? Dann war das nix. Warte nicht, da warten einige da drüben. Gib Gas. Ich meine heute das letzte, wo ich jetzt die Lage fahre, dann werde ich mir später mal fahren, wenn ich Lust und Laune habe, ne? Oder wenn es anders nichts geht, ne? Hat er wieder einen Schwung gekriegt. Und wenn er springt, dann geht er ganz gut. Aber das ist ja halt nicht so wie in einem realistischen Leben, ne? Da wo es, wenn du mit dem Radlader fährst, dann fährst du rein, dann holst du raus hin, das ganze Zeug, ne? Aber das klappt ja hier so nicht so einfach. So. Komm, mach hin, ne? Muss was schaffen, Müll. Keiner gesehen, ne? Ach, wegen 2%, dass wir mit nicht losdüsen. So, VW und gib schon Gas. Das könnte ich ja machen mit Autoreifen, ne? Aber da muss trotzdem wieder herholen, ne? Naja, gut. Dann kann man auch selber fahren. Geht schneller. Schaden 16%, ja gut, und 19. Müsste man normalerweise reparieren. Aber heute immer nicht. Heute geht das durch. Wie gesagt, Stroh heute, wenn heute nicht Stroh nicht fertig wird, wird auch nicht fertig werden. Dann ist dann Stroh fertig und die Fahrzeuge gehen dann zurück. Die Gewichte baue ich mir hier ab. Und dann ist gut. Dann ist das mit Stroh erledigt. Das reicht ja auch, da sind ja wieder 500.000 reingeholt, ne? Da liegt doch so viel. Ne? Ballenpressen hat auch keine Lust dazu, aber ganz ehrlich gesagt, weil ich so viel Stroh habe, dass ich da gar nicht mehr weiß, wohin mit dem Zeug. Also das soll sich auch ungefähr noch rentieren, dass der Sprit bezahlt werden kann, ne? Sonst wäre das viel geholt, aber der Sprit und die ganzen Wartungskosten, das muss ich irgendwo noch bezahlen. Und wenn das Tonne. Wenn 1000 Liter dort nur noch 64 Euro kosten, also mein reelles Leben ist das doch recht viel, aber wie gesagt, das ist unreal, unwirtschaftlich, ne? Können wir sein lassen, brauchen wir nicht tun. Und wie gesagt, das ist jetzt. Die BGH kriegt auch nichts mehr an, alles voll. Mein Lager ist voll, na gut, okay. Das ist, da haben wir noch Heu drin. Ja, da muss ich noch richtig fleißig, was überlegen, ne? Nicht wegen Heu. Heu wird notfalls, da ist auch noch was drin. Naja. Haben wir jetzt Zeit, naja. Ich sehe schon wieder, das schaffen wir halt wieder nicht alles. Naja, gut.
Ja, so langsam aber sicher. Meiste kriegen wir ja weg und nächste bisschen kriegen wir auch noch weg. Das ist ja noch ein bisschen mit dem verbuggt, kann man sagen. Da muss ich mal sehen, dass ich da mit dem Kehrbesen von der anderen Seite mal durchfahre. Aber das ist ja auch wieder so eine Folge, ne? Aber ich sag mal so, dass immer, naja, gut. Ja, das ist mal erarbeitet worden, ne? Da schieben wir jetzt weg, das Ding. Ein bisschen machen wir mit der Fräse zur Not, also. In meiner muss ja nicht so genau sein, ne? Also. Wollen wir nicht so, so einmachen, ne? Also, ein halber Hänger weniger ist, ist auch egal. So. Aber ich habe noch eine halbe Million Liter Milch. Eine halbe Million Liter Milch, da muss ich mal bildlich vorstellen. Das ist, hüpf dich durch, Junge, hüpf dich durch. Na, 86%. So. Jetzt haben wir die Ecke auch fertig. Naja, noch ein, zwei Fahrten noch von der anderen Ecke. Naja, wir wollten die alle schaffen. Aber die Ernte schaffe ich auch nicht alles. Aber gut, das wollen wir halt mal sehen. Übernächste Woche halt, ne? Die Resternte, das ist halt so. Wir haben ja noch Zeit. Tag, also vom Tage her. Also, wir können ja nicht meckern, wir hatten ja ein großes Glück, dass es schon früh trocken war, ne? Dass wir da anfangen konnten. Ich hätte auch die Pacht auch nicht früher angenommen, ne? Also wenn noch zwei Tage hinausläuft, dann wird es ja schon ja, da wird der Verlust wird es auch nicht. Also ich weiß, ich habe das nicht genau gerechnet. Mal gucken, eine Einnahmeernte zählt ja mal als Ganzes, ne? Das ist ja so nicht extra, aber ich habe auch nicht geguckt. Aber wir haben locker eine halbe Million eingenommen, also vom Weizen her, ne? Also heute, wenn man guckt, Statistik gesehen, Einnahme, Ernte, das ist ja alles bei, ne? Das ist da. Die Fahrzeuge habe ich dann gekauft oder Miete? So. Einnahme, Ernte, also 800.000 kann sein, 900.000 kann sein. BGH kann es nicht zählen, also ist heute. Und gestern haben wir 1,7 Millionen eingenommen. Das ist alles von der. Heute ist, das ist das hier. Aber auch mit Stroh, obwohl Stroh fällt nicht ins Gewicht. Also da muss man zu sagen, und einmal Silage, also locker 600 bis 700.000 nur für Weizen. Ne? Und da kommt ja noch einiges dazu. Ne? Also. Für Pacht habe ich eingezahlt, ich glaube 160.000 muss ich bezahlen. Wenn du das hier hochrechnest, ist der Rest ein gutes Gewinn. Das einzige Problem ist dabei zum Beispiel, dass wir nicht 100% ernten konnten, weil schlichtweg zu wenig Missionen waren für Düngen. Das war halt nicht da. Warum, weiß ich auch nicht. Denn die Aussaatmission mit Düngen zu machen, ist ja auch Blödsinn, weil das Düngen wird ja da nicht bezahlt. Ne? Da wäre es ja blöd, ne? Vielleicht kommt dann die Mission gar nicht mit Düngen, das weiß man ja nicht. Weiß der Bauer mit einmal Düngen zufrieden, ne? Gratis, ne? Wenn man so rechnen würde, ne? Aber so kannst du hier nicht rechnen. Ich glaube nicht, dass die Bauern hier so gut rechnen können. Dass es so programmiert ist, ne? Auf Eigenvorteil, ne? So denken wir unten. Jo. Das nur, wenn er wackelt.
Oh, sind voll. Aber ich sehe gerade so, wir müssen wieder Gas geben. Naja, das schaffen wir heute nicht mehr. Und macht auch nichts. Wir machen halt nächste Woche weiter. Viel lautet es ja nicht mehr an. Dann fahren wir noch den Förderband mit Haufen. Ne? Ja, Förderband ist ja auch so eine Erfindung. Ja. Das müsste höchstens im Boden eingelassen sein, als fertig verbaut. Und dann entsprechend so Art wie mit der Schnecke, so ähnlich alles raus. Aber Silage, glaube ich, geht so einfach nicht. Getreide, ja, macht gehen. Ne? Überladewagen, Getreide rein und dann mit der Schnecke raus, das funktioniert ja. Aber hier Silage ist ein anderes, ist ein Rohstoff, der ist ein bisschen eher dazu neigt zu verstopfen. Und dann hast du eher, naja, da glaube ich, da fräst du eher mal die Schnecke ab, ne? Als wenn das, das funktionieren würde. Funktioniert glaube ich nicht. Deswegen haben die ja ihre Geräte zum Rausholen aus der Silo, ne? Also die entsprechenden Maul und mit der Zange und so Karren zu. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen einen schönen Restsonntag. Mal tschüss. Ciao, ciao. Ich gehe nur ins Bett. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich am Freitag keinen Thüringen mache. Und dafür eine von der Marsch. Nicht, dass ich da unbedingt weiterkommen will, darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich heute eigentlich gehofft habe, dass ich jetzt noch diese Felder fertig kriege. Aber das hat sich nicht ganz hingereicht. Da steht ja auch der Total. Ach so, wegen Abstandgebot. Ah, das ist klar. Und da der Grüne nicht weiterfährt, weil der einer davor steht. Ein ja, Trampel hält den ganzen Verkehr auf, ne? Das ist ja nur nicht geplant. Und das ist Verbandfahren, ist dann, naja, Problem ist das nicht, aber so, das soll es heute gewesen sein. Mal tschüss und verschau, normal. Wünsche einen schönen Sonntag. Auch wenn es nur ein Rest ist, aber wünsche euch das. Und dann nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss und ciao, Denne und bis. Ja, vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Tschüss.